Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octopus Traveler. Ich bin Mahadevi und es geht weiter mit Kip Kapitel 3 von Primrose. Dafür muss ich erstmal ins Wirtshaus, um die Geschichte zu starten. Die empfohlene Stufe für Primrose ist Stufe 40. Bei mir ist sie leider erst auf 31, weil ich sie erst beim letzten Teil ins Team geholt habe. Aber die anderen sind auf Level 50. Naja, fast. Ich finde, das levelt schon. Nee, warte, hier vorne war das. Genau, hier ist das Gasthaus und da können wir gleich starten. Und diesmal speichere ich nicht zwischen. Aber diesmal habe ich auch meine Maus rausgezogen. Denn, ich schätze mal, das lag an der Maus, dass es immer ausgegangen ist. Ich habe jetzt eine Funkmaus. Die lag hinter mir irgendwo auf dem Sofa begraben. Und ständig ging mir der scheiß Player aus. Es ist dann doch ein recht zusammenhängender Teil geworden. Ah, ich war extrem angepisst, weil ich gerade den Teil, wo ich viel kämpfen musste, zweimal machen musste. Und das war schon echt spät. Und ich wollte es hinter mich bringen und nicht auf andermal verschieben. Ja, ziemlich kacke alles. Aber diesmal wird es besser. Diesmal lasse ich es durchlaufen. Ich speichere nicht. Das heißt, im Zweifelsfall kann ich einfach nochmal von vorne anfangen. So, Primrose-Suche beginnt hier. Das nenne ich jetzt aber mal Zufall. Ja, klar, nach Jahren kommt sie wieder und wird sofort erkannt. Hat sich optisch auch überhaupt nicht verändert. Damit hat man auch voll gerechnet, dass sie auf einmal wieder dasteht. Also das ist jetzt schon ganz schön unwahrscheinlich. Nett, dass da so mitten auf dem in der Mitte des Musters liegt. Ja, das ist echt ärgerlich, wa? Ein eifersüchtiger Fürst. Ich merke gerade, dass bei mir oben der Rand ein bisschen abgeschnitten ist. Ich glaube, unten auch. War das gerade schwer festzustellen? Ja, unten ist er auch ein bisschen abgeschnitten. Krass! Aber ich kann auch alles gut erkennen. Aber obwohl, das Problem hatte ich auch schon bei Pokémon. How can that? Na, wenn der Fürst, die Wache des Fürstes die Ermittlung übernehmen, dann ist doch klar, dass hier ganz schön gewaschen wird. Warte, was? Revello Forsythe. Forsythe? Forsythe? Ein beschissener Name. Da frage ich mich echt wie die auf den Namen kommen. Ob die dann einfach googeln, deutsche Namen, germanische Namen, englische Namen, Namen, Nachnamen und dann sagen, hey, hier vor so, pff, das klingt gut. Das nehmen wir. Der linke Flügel ist weg. Der rechte Kopf nehme ich an als nächstes. Und dann kommt der Kopf an Kapitel 4, genau. Nee. Das rutscht mir weg. Ich sitze immer gerne im Schneidersitz, wenn ich spiele. Das ist unglaublich schlecht für meinen Rücken. Aber ist gut. Oh, apropos gut für den Rücken. Ich habe heute so einen richtig geilen Computerstuhl gesehen, den würde ich so gerne haben, aber der kostet 7.000 Euro. Das ist so ein hammergeiler Computerstuhl, wo der nennt sich irgendwie Skorpion oder so. Auf jeden Fall ist das ein super bequemer Stuhl mit Fußlehne und so, kannst du voll einstellen nach hinten. Und der Bildschirm,
geht über so ein Ständerding, über den Kopf hinweg und dann vor dich. Kannst da auch runterfahren, hochfahren. Du hast eine Getränkeablage, du hast eine Mausablage, du hast Tastatur, du hast einen Tower, du hast drei fucking Bildschirme, die man übrigens extra kaufen muss. Und ich will das haben. Aber wie gesagt, 7.000 Euro. Ja. Das ist schon nicht ohne. Alter, das ist. Alter, davon könnte ich mir zwei Vespas von kaufen. Mit Gepäckträger. Ich will trotzdem so einen Stuhl. Primrose. Vielleicht sollte ich doch auf Patreon gehen. Vielleicht geben mir die Leute Geld, damit ich mir so einen Stuhl leisten kann. Aber dann sollte ich vielleicht erstens regelmäßiger hochladen. Und zweitens habe ich mir sagen lassen, dass man kaum was verdient, wenn man sein Gesicht nicht zeigt. Und das ist bei mir leider ein No-Go. Mein Gesicht werdet ihr hier nicht sehen. Denn, und so ist es leider wirklich, bei Frauen rutscht das ganz schnell in die Schiene ab. Wie siehst denn du aus? Du bist ja voll fett. Deine Haare sind voll fettig. Dein Make-up ist voll scheiße. Ey, du trägst gar kein Make-up. Ey, was ist denn das für ein T-Shirt? Und darauf habe ich absolut keinen Bock. Ich möchte gerne für mein Spielen, es fehlt mir das richtige Wort. Anerkannt, ich möchte die Anerkennung gerne für mein Spielen, für meine Kommentare, für mein Reden. Und mein Äußeres hat damit nichts zu tun. Ich habe sowieso das Gefühl, das sieht man echt, man sieht es auf Facebook, man sieht es auf so vielen Medien, auf so vielen Internetplattformen. Sobald man sein Gesicht zeigt, sein Körper, ist man frei wild. Und selbst jetzt habe ich einige Diskussionen zum Thema Mens in meinen Kommentaren. Im Moment gerade nicht, weil tatsächlich arschwenig Leute Octopath Traveler gucken. Macht aber nichts. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache das für mich. Ich finde es toll, komplette, wirklich komplett Lösungen anzubieten für Leute, die das entweder so gucken wollen, die reingucken wollen oder die einfach Hilfe brauchen. Und dafür mache ich das. Ich tatsächlich gucke mir solche Kanäle auch nur an, wenn ich was brauche. Und wenn ich sehe, jemand ist gut, abonniere ich den. Aber was ich leider sehr oft sehe, ist, dass Serien dann abgebrochen wurden, dass sie nicht weitergemacht wurden. Oder dass es ja unübersichtlich ist, das zu finden, was man sucht. Und genau diese Lücke möchte ich schließen. Ich mache vielleicht nicht jede Serie, aber ich mache bei weitem nicht jede Serie. Aber was ich mache, mache ich definitiv zu Ende und gründlich. Und genau deswegen hat zum Beispiel auch jede Nebenaufgabe bei Breath of the Wild bei mir ein eigenes Video bekommen. Auch wenn es gerade mal 5 Minuten geht. Aber man findet ganz schnell, muss sich kein Video angucken, bis man irgendwann bei der Aufgabe ist. Und dann kann ganz klar sagen, ich möchte wissen, wie ich diese Aufgabe erledige, ich möchte alle Aufgaben machen oder halt nur die eine und kann dahin springen. Und deswegen auch die Arbeit mit den Crocs. Da habe ich nämlich bei ganz vielen gesehen, die haben, also es gab einen Kanal, der hat die wirklich 100% komplett. Hand aufs Herz. An dem habe ich mich auch ein bisschen orientiert. Denn die Karte ist leider nicht ganz so zuverlässig in der Komplettlösung. Also ich habe den durchaus mit nachgeguckt. Und das war der einzige, den ich wirklich gefunden habe, der die komplett hat. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und das finde ich doof. Die meisten haben da echt dann anscheinend keinen Bock mehr gehabt oder wollten das nicht. Das fand ich richtig kacke, war die Bezeichnung. Ich habe gesucht nach Crocs und Gerudo und kam aber immer da bei der Wüste raus. Aber Leute, das ist die Region der Wüste und die Region der Gerudos ist weiter im Norden. Und ihr merkt gerade, ich habe absolut keinen Bock auf diese Story, deswegen habe ich euch jetzt mit anderen Sachen voll. Aber ich finde es wichtig, das zu sagen. Damit ihr auch einen Einblick bekommt, warum ich das eigentlich mache. Wie gesagt, ich freue mich tierisch über meine Follower.
gebe regelmäßig von meinen Kollegen damit an, ich habe schon so viele Follower. Versuche aber wirklich übersichtliche, komplette Komplettlösungen anzubieten für andere Spieler. So, und ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss mich in der Stadt umsehen. Und dann muss ich noch nicht mal weit. Schon wieder eine Lava-Sequenz. Naja. Ich muss auch gucken, dass ich langsam fertig werde mit Octopath Traveler. Denn bald kommt Zelda Link's Awakening raus. Und das will ich auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Aber ich hasse es, Dinge unfertig zurückzulassen. Klar würde ich das dann nach Link's Awakening noch fertig machen. Aber ich hätte es gerne vorher fertig, denn nach Link's Awakening kommt Pokémon Sword and Shield. Ihr ahnt es. Das kann sich hier sonst noch ewig hinziehen, bis ich mit Octopath Traveler durch bin. Und schwupps, bin ich total raus. Brauche wieder eine Weile, um reinzukommen. Das wäre echt ätzend. Ich habe sogar noch ein anderes Let's Play, fast fertig. Da fehlt mir nur noch der Bossgegner. Und das ist Zelda Link to the Past. Aber ich hatte das, als ich krankgeschrieben war, letztes Jahr angefangen. Und dann dachte ich, guck erstmal, wie weit ich komme, bevor irgendein Spiel rauskam, auf das ich, genau, bevor Pokémon Let's Go rauskommt. Dass ich das playen will, weil ich nicht sicher war, ob ich das fertig schaffe. Ich dachte, ach, fängst mal an, kannst immer noch später hochfahren. Ja, und dann ging mein Wii U-Controller kaputt. Konnte ich einschicken, alles kostenlos, sauber gemacht, wieder zurückbekommen. Funktioniert wieder. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, das Let's Play fertig zu machen, bevor Pokémon Let's Go rauskam. Deswegen, dass das jetzt auch gerade sehr auf Eis liegt. Und wie gesagt, es fehlt wirklich nur noch der Bossgegner. Vielleicht mache ich den irgendwann und werde das zur Überbrückung zwischendurch mal ein bisschen hochladen. Was ich auf jeden Fall auch let's playen möchte, ist Minish Cap. Eines meiner Lieblingsspiele. Definitiv. So, konzentrieren wir uns mal wieder auf die Story. Wer ist das? Ach, Ravello Poops Gesicht. Okay. Der hat's aber großzügig. Und natürlich hat er eine Frau. Das wäre doch mal fortschrittlich. Wenn in einem dieser klassischen Rollenspiele einer der Nebenfiguren einfach nach Hause geht zu seinem Mann. Aber wahrscheinlich für Japan etwas zu fortschrittlich. So. Ich dachte, Haus Azelhard war eigentlich mal ursprünglich ganz schön scheiße. Naja gut, wahrscheinlich in der Vergangenheit. Primrose Vater wird's ja, oder Primrose Vater wird's ja rausgerissen haben. Nein! Die Obsidiana, da liege ich hier gar nicht so falsch damit, dass sich der letzte Teil von ihr im Obsidian-Salon hieß. Mir war einfach nichts Besseres eingefallen, aber. Nice! Mit Obsidian kann man übrigens auch, hier, wie heißen sie? Diese Eismenschen aus Game of Thrones? Naja, mit kann auf jeden Fall den König der Nacht mit dienen, mit Obsidian besiegen. Die weißen Wanderer, jetzt habe ich es, verdammt. Genau, die kann man auch mit Obsidian besiegen. Oder Drachenglas. Wobei ich nicht glaube, dass die aus den Obsidian hier Waffen machen.
Oder höchstens Schauwaffen, um jemandes Position zu zeigen. Oh, ich stelle mir das gerade vor, eine Klinge aus reinem Diamant. Das muss auch ganz schön geil sein. Geht nicht. Der hat noch was zu erledigen. Und sie hat zwei große Jungs dabei. Die helfen ihr, alle Gegner aufzumischen. Und ein Typ, der heilen kann. Und alle wieder fit macht, wenn sie verwundet werden. Die ist zum Aufmischen hier, Mann. Und so schwach ist Alfin auch nicht mit seiner Axt. Wobei ich mich immer noch frage, ob es sinnvoll war, ihm den Heilerjob zu geben, aber irgendwie schon. Dadurch, naja, er kann jetzt Schatten- und Lichtmagie, aber Lichtmagie ist echt schwach. Heilen kriegt er hin, aber heiliges Licht und Lumineszenz, kein Vergleich zu Ophelia. Ich bin übrigens kein Fan von Alberic. Dieses matschehafte, ich kämpfe für das Gute, geht mir ziemlich am Arsch vorbei und nervt. Warum sollte er das tun? So. Nein, 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 bin ich nicht. Ich will sicherheitshalber noch mal ein paar Trauben so kaufen. Wo ist der Laden? Ich habe ehrlich gesagt kaum was mitbekommen jetzt von der Geschichte. Ist aber auch nicht schlimm. Das war ein anderes Haus. Wo ist der Laden? Nicht da unten. Auch nicht hier, also andere Richtung. Boah. Nee, hier. Doch richtig gelaufen. Da wollte ich gerade sagen, voll fett falsch gelaufen. Ich will ein bisschen kaufen. Auch 10 mehr kaufen. Besser ist. Ich habe jetzt angefangen herauszufinden, was ich damit machen kann und was es damit auf sich hat. Läuft. Ja, ich kann von allem übrigens immer eine 99 dabei haben, ne? Jetzt wisst ihr es. Ja, ich kann jetzt übrigens auch endlich mischen.
Das ist vor allem praktisch, wenn mir die GP ausgehen. Was echt schwierig ist, weil der die ja jetzt immer nachlädt. Und, ach ja, das wollte ich auch noch gucken. Lohnt es sich hier nochmal was zu machen? Nein. 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 Da hinten. Ja. Wie gesagt, sie ist wehrhaft. Und sie hat starke Freunde. So, I beg of you. Währenddessen im Salon. Oh. Hahaha, wart mal ab. Ich habe meine voll starken Freunde dabei. Die werden dir dein Popo versohlen. Nee, 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 nee. Hab ich auch schon überlegt, bei den nächsten werde ich Olberic eintauschen müssen. Denn Primrose braucht definitiv mehr Erfahrung. Alfin muss regenerieren. Ja, an Tyrion geht nicht, ne? Aber Olberic ist stark, der steckt das weg. Wahrscheinlich werde ich mit Ophelia anfangen. Die ist stark und Primrose kann dabei ein bisschen Erfahrung sammeln. So, der erste Kampf ist mal der längste, weil ich alles erst freischalten muss. Es gab Menschen und Vögel. Ich empfehle Wind, Bogen, Lanze und Dolch. Oh, okay, das zog sich jetzt auch gerade wieder ewig hin. Ein verstecktes Zimmer. Es sind neue Gegner aufgetaucht. Lampen. Empfindlich gegen... Oh, ganz viele Sachen. An erster Linie Schattenmagie. Ansonsten Schwert, Lanze, Bogen und Stab. So. Bevor hier gleich ein Monster auftaucht. So, es ist schon wieder ein neues Vieh aufgetaucht. Und zwar dieses komische Vieh mit den Tentakeln oder Schwingen oder... Dieses eklige auf jeden Fall. Ja, die brauchen hier dringend mal die Kammerjäger in diesem Haus. Empfindlich gegen... Warte. Lanze. Lanze, Bogen, Stab und Wind. Also entweder donnert es draußen. Ich bilde mir ein, gerade ein leichtes Grollen gehört zu haben. Oder jemand spielt da mit einem fucking Blitzlicht im Innenhof. Aus dem Fenster raus. So, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es schüttet wie aus Eimern. Demzufolge, glaube ich. Ach nein, ich wollte ja nicht speichern. Ach, diesmal passiert schon nichts. Deswegen macht sich da draußen gerade kein Nachbar unbeliebt. Sondern es ist tatsächlich... Okay, Leute, langsam wird es echt anstrengend. Nein, sag mir nicht, ich bin im scheiß Eingangsbereich. Da war gerade noch ein Vieh. Eine Spinne. Eine riesengroße, fette Spinne. Alter, was ist das für ein Haus? Was ist hier los? Macht hier keiner sauber? Halten die sich das Zeug als Haustiere? Sind auch noch Schnecken aufgetaucht. Alter, ernsthaft. Der Typ hat Geld und Einfluss und Macht. Aber ein Kammerjäger ist nicht drin, oder was? So, das sieht jetzt hier nach
nach Bossfight aus, endlich. Das heißt aber, dass ich auch gerne noch mal ein bisschen mich vorbereite. Irgendwas Neues? Nein. 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 Gut. Dann einmal speichern und ich würde sagen, es ist jetzt Bossgegnerzeit, oder? Ja, oder auch nicht. Oh, eine Kiste. Und ein Speicherpunkt. Und noch eine Kiste. Oh Mann, ey, die Kämpfe ziehen sich ganz schön hin. So, da hinten ist der Bossgegner. Das habe ich an dem Speicherpunkt erkannt. Ich gehe jetzt erstmal zurück und hole mir die Kiste da. Okay, Leute, ernsthaft. Wie komme ich an die Kiste? Ich hab's. Nein. War jetzt auch ein bisschen offensichtlich. Okay, wo ist die Treppe? Große Treppe. Aber erstmal noch nach Kisten gucken. Keine Kiste. So. Ich muss doch auf die andere Seite. Und da gucke ich nochmal in die Kamera rein. Vergessen, wo ich war. Auf jeden Fall dauert das Ganze jetzt schon länger als erwartet. Mir dauert es schon seit 2 Stunden. Die Kämpfe ziehen das Ganze hier echt in die Länge. Und keine Kiste. So, jetzt aber. Bossgegnerzeit. Ich spare lieber auf Drafendis Zorn. Na? Ja. Und speichern. So, Stufe. Ja, sieht gut aus. Der Primrose ist mittlerweile auf Stufe 35. Nice. Irgendwann ist auch mal gut. So, das Ganze läuft hier schon seit 2 Stunden. Bei euch natürlich weniger, weil ich die ganzen Kämpfe rausschneide. Aber jeder Kampf dauert mal im Schnitt schon so eine Viertelstunde. Gerade weil Primrose halt auch so schwach ist. Und auch die anderen mit den Jobs relativ neu. Ich habe das Gefühl, früher waren Tyrions Windangriffe stärker. Und wie gesagt, ich finde halt mit dem Heiligen und Licht noch nicht wirklich umgehen. Ihm hier hält sein Vortrag. Den linken Arm habe ich besiegt, jetzt kommt der rechte Arm und danach der mit der Kopf, ich sag's euch. Da heißt er sogar rechter Mann. Oh, mein Rücken. Ein bisschen nach hinten beugen. Da kann ich zwar nicht mehr wirklich lesen, aber es tut gut. Ich kann echt nicht so lange auf dem Hocker sitzen ohne Lehne. Ein Grund mehr dafür, dass ich diesen geilen, verfickten Stuhl brauche. Vielleicht sollte ich den bei der Krankenkasse mal antragen. Liebe Krankenkasse, ich brauche diesen verfickt geilen Stuhl für 7000 Euro, weil ich mir als Let's Player sonst den Rücken verderbe. Deal? It was you who sold out Jeffrey to those villains. Ich meine, ich zahle seit 9 Jahren ein. Gut, ich habe auch schon oft drauf zurückgegriffen. Aber hey! Für den Stuhl sollte drin bleiben.
Ey, wenn ich das Geld hätte, was ich für die in die Krankenkasse investiert hätte, könnte ich mir schon dreimal einen Stuhl kaufen. Abgezogen dessen, was die Krankenkasse für mich bezahlt hat, aber wahrscheinlich nicht. Ah, ich glaube, obwohl doch, dann auch. 9 Jahre jeden Monat. Das passt schon. Lord Jeffrey was 1000 times the man. So. You'll sully his name no longer. Master Poops, enough. So, Meister Poops. But Lady Primrose. Jetzt nehme ich das in die Hand. Ha 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 ha. Zeit des Redens ist vorbei. Riech an meiner Faust, du Arschgeige. Du Kackbratze. Ich mach dich fertig. Du? Ja, ich und meine Freunde. Bam, ich bin stark und meine Freunde auch. Wir werden dir so den Arsch versohlen. Niemals, schafft er nicht. Doch. So, du hast erstmal eine Aufgabe, Ulbrich. Herausfinden, was der Gegner nicht mag. Was, der hässlich? Ich weiß, das hier ist kein Schönheitswettbewerb, aber... Oh. Aber der hat aber ein fettes Rabentattoo auf dem Arm, Alter. Unauffällig geht anders. Alles klar. Alright. Is that better? The battle is truly joyful. So, Oberick. Darfst jetzt mitfeiern. Ja, Leute, solange ihm hier noch ein Schild hat, wird das nicht. Woo! Na gut, das ist ja auch ein Bossgegner, ne? Macht so Boss-Sachen. So. Jetzt geht die Party los. Naja, nicht für dich. Aber für alle anderen. Was, Tyrion? Hol uns Geld in die Taschen. Bam! Naja, da geht aber wirklich noch was. Holla die Waldfee. Das finde ich so toll. Auch wenn er auf Äxte jetzt nicht so schwächelt, kann ich damit trotzdem einen geilen Angriff starten. Und ich finde es ziemlich nice, dass er sich noch keine Unterstützung geholt hat. Noch, die kommt noch. Obwohl, der hat auch ein Schwert, das ist stärker. Oh! Du Arschgeige! Tja. Also eine wirkliche Herausforderung ist das bis jetzt übrigens noch nicht, ne? Ähmchen, da musst du dir schon ein bisschen was einfallen lassen. Albus.
In Klammern rechter Mann. Gut. I'm ready for you. I'll run for your money. Ich wundere mich, dass das nicht der Diebangriff ist. Ganz ehrlich. Na, ist aber auch schon mal besser. So, Alberic. Zeit für deinen Lieblingsangriff. Und Alfin. Amputation. Ich liebe den Namen dieses Angriffs. Ich meine, er könnte wirklich versuchen, ihm das Bein abzuhacken. Also entweder macht er mich gleich so richtig fertig. Ah, er hat sein Schild erhöht. Ja, bringt ihm jetzt aber nicht so viel. Außer mir vielleicht eine Runde mehr, um meine BP aufzuladen. Also. Was ein Apropos. Try this. Woo! Nice. Out of my way. Weiter geht's. Wie gesagt, bisher noch keine wirkliche Herausforderung. Den Schild kriege ich klein. Damit kann ich leben. So. Victory shall be out of my way. Ups. Na, erstmal mache ich ihm nicht den Platz, so. Und jetzt wird Alfin gerettet. Nein, und seine BP sind weg. Ach, scheiße. Use this. Wartet, auch da habe ich eine Möglichkeit, was zu machen. Scheiße, der Falsche! Oh Mann! Nicht aufgepasst! Er ist jetzt schon im gelben Bereich? Scheint ein bisschen zu leicht zu sein. Ja. Ich werde mich nicht beschweren. Wobei, ich glaube, echt knifflig ist was anderes. Besser als nicht. 9999. Gut, der ist erstmal, brauchte Weile, bis er wieder tot ist. Danke, Alberic. Das war echt ritterlich von dir. Ich liebe diese Doppelangriffe. Siehst du, und schon bist du wieder bei 2. Nee. So, du. Hilfst jetzt bitte mal Alfie.
damit der nächste Runde auch einen schönen starken Angriff machen kann. Bring it on. Nice. Liebe Waffen mit Infekt. Ist nicht der stärkste. Über 1000 diesmal, immerhin. Nicht der stärkste Angriff. Aber was soll's. Okay, Leute, also als Bosskampf ist das hier echt ganz schön lahm. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Der ist doch demnächst tot. Der ist rot und hat noch nie mal Verstärkung geholt. Und da kann er dreimal zweimal angreifen. Bam! Erledigt! Voll easy! Ich hab gewonnen, gewonnen, gewonnen und du liegst am Boden. Bam! Siehst du, ich hab ihm voll die Fresse eingetreten. Finde ich toll, dass du das jetzt drauf hast. La 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 la. Oh nein, was passiert? Haha. Simeon? Kennt ihr euch? Hat er sich etwa das ganze Eiselhart... Fancy meeting you here. Eiselhart... sämtliche Eiselhart-Angestellten einverleibt oder was? Das ganze Personal. What brings you? Ah, but of course. There's something I think. Hast du gut gemacht. Nee, doch nicht. Simeon! I heard that you were looking around. Ah. Birds. The mark. Das ist aber fies. Of the Simeon, du hast mich verarscht! Ja. The crow atop the roost. Ich hab deinen Daddy getötet. Was? Ja. Dann schlage ich dir jetzt auch die Fresse ein. Nein, ich hau jetzt nämlich ab. Ich bin nämlich Kapitel 4. Oh Mann, weißt du, wie lange das noch hin ist? Ja. Yep. Tschüss. Und jetzt sollte er einfach gehen. Nein, er muss seine Geschichte erzählen. Oh, Leute, ernsthaft. Warum müssen die Bösewichte immer ihre Geschichte erzählen? Deswegen verlieren Bösewichte immer und immer wieder, jedes Mal, weil sie ihre Geschichte erzählen und dann erdolcht werden. Sie sollten den Gegner einfach umbringen. Was bringt es Primrose, wenn sie weiß, was passiert ist, bevor sie stirbt? Naja, wahrscheinlich bringt es ihm Freude zu wissen, dass sie in diesem Leid stirbt, aber... Alter! Und der ehemalige Leibwächter ist natürlich schon abgehauen. Das hätte der aber auch wissen können und ihr sie vorwarnen. Ach komm, das Mädchen ist Primrose, das sieht man doch. Er ist der Gärtner? Es ist immer der Gärtner. Oder warte, das könnte auch Simeons Tochter sein, die gleich getötet wird und es ist Eselharts an Schuld. Oh, ich hasse Gedichte. Nein, es ist Primrose. Primrose. Er nannte sie gerade Herrin. Alter, wozu habe ich mich vorhin geduscht? Ey, mir ist so warm und dieses Sommergewitter da draußen ist leider vorbei. Dieser Teil geht so unendlich lang. Ich hatte gehofft, mit dem schönen Rauschen des Regens einzuschlafen, aber nein. Scheint, als wäre der Regen um. Wer bist du denn?
Ach. Die Frau von Pupsgesicht. Ja, eigentlich heißt er nicht Pupsgesicht. Ja, aber das kann kein Mensch aussprechen. Oh. Ja, ich bin gegangen, ohne dich vorzuwarnen, über Simeon. Aber weißt du was? Der ist ein Arsch. Nein, wirklich? Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Ich dachte, du wüsstest das. Nein, woher denn, Mann? Ich war in der Wüste und hab getanzt und tanzen gelernt. Ach so, ja, das macht voll Sinn, ja. Übrigens, Simeon ist ein Arsch. Ich weiß. Ja, aber hey, ich hab dich dann immer noch gerettet. Na toll, nachdem ich niedergestochen wurde. Tolle Leibgarde bist du. Du warst ziemlich stark gegen Ihmchen. Ah, sehr gut. So, und was jetzt? Na, ich komm mit. Nein. Bleib mal bei deinem Frauchen. Ich hab eine ganze Horde an Freunden dabei. Hier, guck sie dir an. 7 Freunde. Ja, gut, dann geh halt mit denen. Tschüss. So, und Primrose macht sich auf den Weg. Oder auch nicht. So, wo wird sie wohl hingehen? Oh, Dauerfeste. Das ist in der Nähe von Steingrad, im Süden. Primrose. Ja. Er muss ja einfach nur oft genug im Kampf heilen, dann ist alles schicki. So, Primrose muss als nächstes hier runter nach Dauerfeste. Und wir sehen uns nieder im nächsten Teil von Octopath Traveler mit Ophelias Geschichte, die dann weitergeht. Und zwar, wo geht Ophelias Geschichte weiter? Hier, in Goldstede. Also bis dann, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich konnte euch helfen. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar. Und ja, abonniert mich, wenn ihr noch nicht habt. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch nichts. Also bis dann. Tschüss.